Markt C, erste Niederlage in einem Testspiel in dieser Vorbereitung, ausgerechnet gegen Lokalrivalen 1-2. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich wollte schon mal ganz oben gesehen. Ich glaube, wir haben eigentlich erst also das gemacht, was wir vorhatten. Erstmal geordnet stehen, weil wir wussten, Erntebrück hat eine spielstarke Mannschaft. Sind nicht umsonst aufgestiegen und spielen in der nächsten Regionalliga. Und das haben wir gut gemacht, haben gut verteidigt, ich meine, gut die Räume eng gemacht, war schwer für Erntebrück und wir sind durch unsere schnellen Leute und die schnellen Bälle eigentlich immer gut vors Tor gekommen und können, glaube ich, erste Halbzeit, glaube ich, sogar höher führen. Also ich denke, gebe ich dir recht, erste Halbzeit wart ihr die bessere Mannschaft, in der zweiten, wie ist es dazu gekommen, dass Erntebrück dann besser ins Spiel kam und letzten Endes die zwei Tore auch noch gemacht hat? Ja, ich glaube, Erntebrück hat sich dann, haben halt ein paar erfahrene Leute, vor allen Dingen auch hinten, und haben dann versucht, mehr auf Ballbesitz zu spielen, geduldig zu spielen. Und bei uns, glaube ich, war das auch ein bisschen der Kräfteverschleiß der ersten Halbzeit. Ne? Viele Junge machen auch mal einen Weg zu viel. Und das hat man dann deutlich gesehen, dass wir da dann nicht mehr so griffig waren, nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen sind. Und ich glaube trotzdem, das 1-1 geht dann in Ordnung. Ich glaube, 2-1 war ein Tick, war unglücklich.